Uns führt es heute mal an die Weser nach Höxter. Es ist gerade Lichterfest und zum Lichterfest kann man sich ja in so einer Stadt immer was einfallen lassen. Und wir haben uns einfach mal einfallen lassen, eine Ausstellung zu machen. Eine Ausstellung zu machen, die aus einer Landschaft berichtet, die man hier in Höxter vielleicht gar nicht so sehr kennt. Nämlich die südportugiesische Landschaft des Alentejo und des Algarve, die auf den ersten Blick vielleicht wenig mit dieser Landschaft zu tun hat, auf den nächsten Blick aber sehr viel. Wir haben uns ja früher hier mit Kalkmagerrasen befasst. Und dort in Südeuropa gibt es sehr viel Landschaft, die ziemlich trocken ist. Und doch heißt die Ausstellung Magische Wälder. Dafür hat der Rajendra Kumar sein Thai-Restaurant Lion zur Verfügung gestellt, das über sehr großzügige Räumlichkeiten verfügt und wo man auch ein sehr ordentliches Essen bietet. Ja, und da hängen jetzt diese Bilder, die aus einer Landschaft berichten, die man durchaus auch magisch nennen kann. Südportugal ist eine Landschaft, in der die Korkeiche den Ton angibt. Und die Korkeiche bildet manchmal sehr bizarre Stammformen, die ich in Aquarell- und Acrylbildern sowie in Bleistiftskizzen abgebildet habe. Und wenn man nun dieses Restaurant sich ein bisschen näher anguckt, dann wird man merken, dass es viele Winkel bietet und beste Möglichkeiten, um Originalbilder und Drucke auszustellen. Dieses Bild hier zum Beispiel hat natürlich auch wieder seine eigene Geschichte. Es ist im Original etwa 1 Meter lang und 70 Zentimeter breit und stellt eine Korkeiche dar, die gerade geschält wird. Dieses Bild hier ist ein Druck, ein Auszug sozusagen aus dem Bild. Und beachten Sie, dass da verschiedene Tiere und gerade auch in Gestalt ihrer Augen drin zu sehen sind. Was will denn ein Elefantenauge in einer Korkeiche? Darüber kann man hier ein bisschen nachdenken. Die Korkeiche ist ein Baum, der den Elefanten tatsächlich manches seiner Ökologie verdankt. Und das weist auf eine Aussage hin, die diese Ausstellung hier verfolgt. Der Mensch gehört in die Landschaft und natürlich gehören auch die Elefanten in die Landschaft hinein. Und wir, die Natur, die draußen ist, und die Menschen bilden letztendlich eine Gemeinschaft. Man kann darüber denken, wie man will, aber ich schlage einfach mal vor, dass der Mensch keineswegs ein Irrläufer der Natur ist, sondern dass der Mensch absolut erstklassig in die Natur hineingehört. Dafür gibt es viele Indizien, dass die Elefanten mit den Korkeichen sich entwickelt haben und dass Steinkäuze und alle möglichen anderen Tiere, Waldkäuze, Marmormolche und so weiter in dieser Landschaft herumlaufen. Das liegt an den Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Tieren. Dieses künstlerisch darzustellen, in Bildern, mit verschiedenen Techniken, das habe ich mir zum Ziel gesetzt und findet Ausdruck in dieser Ausstellung, die in einer ähnlichen Form am Algarve in Südportugal auch gezeigt wird. Die nächste Ausstellung können Sie in Südportugal in einem ehemaligen Karmeliterkloster in der Stadt Lagoa sehen. Sie wird dort im März beginnen und Näheres erfährt man ja dann hier sowohl auf diesem Kanal YouTube als auch in Facebook oder meiner Website www.haliotis.de. Viel Spaß beim Betrachten, der Besuch Höxters lohnt, nicht nur der Weser-Renaissance wegen, sondern auch wegen dieser Ausstellung, die noch bis zum 6. Januar 2013 hier zu sehen sein wird.